Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß Edition. So, wir waren jetzt noch stehen geblieben, ein paar Weiße zu suchen. Die Weißen, die sechs Weißen, die jetzt noch übrig sind, weil GZ ist ja weg, hat sich verpisst, der Alter. Ja, guck mal, wie weit ich rutschen kann. So, der ist nämlich gleich hier drinne, da ist auch schon... Du schon wieder, so kommst du laut und wisst ja kaum zur Ruhe, Trainer. Lass mich nur gewinnen, indem ich dir was erzähle. Man atmet ein, man atmet aus, das Herz, es schlägt. Man lebt, also man existiert. Mehr jedoch nicht. Das allein gibt mir noch nicht das Gefühl, wirklich am Leben zu sein. Um wirklich viel lebendig zu fühlen, ist es nötig, eine ganze Bandbreite von Emotionen zu erleben. Freude ebenso wie Trauer. Bei mir war es GCs, der mir das Gefühl vermittelt hat, tatsächlich am Leben zu sein. Was er damit genau erreichen wollte, ist doch überhaupt nicht wichtig. Wie du siehst, zittere ich. Ich leide zwar unter der Kälte, aber ich bin am Leben. Die Pokémon und die Menschen leben zusammen, sie helfen und vertrauen einander. Das ist zumindest mein Eindruck. Was ich mich dann aber frage, besteht eigentlich wirklich die Notwendigkeit, den Pokémon die Freiheit zu schenken? Das ist ein Widerspruch, der mir erst im Gespräch mit dir bewusst geworden ist und über den ich erst einmal nachdenken möchte. Mir das zugehört. Hier, Herr Clown, jetzt sind Thema 1. Blablabla. Rebell, zwei bleiben noch übrig. Einer ist in der Elektrolytenhöhle, der andere weiß ich nicht, wo er ist. So. Elektrolytenhülle. Auf nach Panaero. Panaero City. Willkommen in Panaero City. Yeah. Hat sogar sein eigenes Lied. Cool. Oh, ich habe so viele Scheiße gefunden, dass mein Topshot schon wieder runtergerutscht ist. Jo. Geist Action und durch. Geist Action und durch. Dann laufe ich einfach mal hier lang, würde ich sagen. Nein. Der war irgendwo hier unten. Hier hinten muss ich auch noch die Treppe nehmen. Oder war der am Anfang? Ich glaube, der war hier irgendwo demnächst. Ich weiß aber ums Verrecken nicht, wo das war. Schatz, wirkt nicht mehr. Wo ist der kleine Penner? Ich weiß ganz genau, dass hier irgendwo einer ist. Aber wo? Das ist die Frage. Wo? Das haben wir jetzt einfach nicht gesehen, okay? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir das nicht gesehen haben. Nein, das haben wir... Ach, okay, ich weiß, wo ich lang muss. Richtig, richtig, richtig. So, einmal hier runter. So, hier rüber, hier hoch, hier durch. So. So, der ist nämlich in Begleitung des Finstrio, soweit ich weiß. Und zwar ist der hier unten demnächst. Ups. Ein Sohn der Bonbon. Da ist er auch schon. Und vor ihm ist so ein Teil. Aquilus, bei unserer letzten Begegnung in Stratos City hast du keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, aber hier ist der Leitungsmeister, geht es ja schon ordentlich ein. Ja, jetzt dürfen wir gegen den Affen hier kämpfen. Deswegen ist auch unser Feutos vorne. Weil Feutos verteilt Schläge auf die Fresse. Hammerarm. Ach, natürlich. Wie will das Viech das abwehren, ey? Das ist mir immer noch ein Rätsel. Guckt, bam! Richtig aufs Maul. Das kann das Viech gar nicht abwehren. Das zerplatzt. Logischerweise eigentlich.
Hey, wir sind ab. Nee, du wärst es nicht ab, Kollege. Ja, wir, ach, richtig, wir sind schon als die, als das Viech. Ja, bla bla. Richtig, ich hab N besiegt. Warum solltet ihr mich dann besiegen können? Ja, du willst mich auch noch auf die Probe stellen. Ey, du hast doch eine Meise im Kopf. Du bist doch dumm, Alter. Dumm, so dumm. Sodom und Gomorra. Hammer. Ja, wirst du wohl nicht übernehmen können, weil du tot bist. Cleopatra. So, fast Level 70. Deponitox. Das Ei tragen wir fleißig mit uns rum, bis die Vorentwicklung von Ramat rausschlüpft. Ich glaube, mit Ramat kann man dann auch Eier machen, oder? Wenn das jetzt so ist. Fupp aufs Maul. Tschüss. Boah, ey, schlimm. Ich erinnere mich gerade wieder an das Deponitox von diesem Metroleiter. Und das Viech hat mir ja wirklich die größten Probleme gemacht, weil das Viech einfach überpro war. Ich weiß echt nicht, was das für Hemmungen hatte. Was das für Verteidigungswerte vor allem hatte. So, ich setze mich mal wieder um. Und Level 70. Und die Verteidigung ist jetzt auch im 100er Bereich. Endlich mal. Wie ein echter Universum zu einem normalen Trainer geworden ist. Stürzen hier drin, das hat sich so engagiert. Wow, Steinpolitur, wirklich wieder die geilste TM, die man braucht. Bla bla bla. Einer bleibt noch, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Oh oh. Oh oh. Das hätte böse sein können. Scheiße, jetzt muss ich raus, ohne dass ich. Perfekt. Schnell, 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 schnell. Einfach raus. Danke. So, hier oben ist jetzt gleich der Ausgang. Ja, gut, wie nah das einfach mal am Ausgang war, ne? Am Eingang meine ich. Aber nö, ich fail natürlich erstmal total rum und lauf komplett falsch. Lauf da rein. Auf nach Nevalio. Na, jetzt pisst sie auch wieder. Wisst ihr, ich wollte eigentlich schon längst mal hier hinter. Die Stadt bietet ein Wagenlager für defekte oder nicht gebrauchte Züge. Ja, da würde ich ja gerne mal hin. Da kriegt man nämlich noch ein paar Sachen. Kontaktebene, da möchte ich auch hin, aber da kommt man nicht hin. Lalalala, lalalala. Zack. Ah, hier haben wir jetzt den zweiten Wutkeks. Warum habe ich den schon früher gekriegt? Ja, I got a Familie, ne? Möchte ich jetzt mal so an der Stelle dann einwerfen. And I'm very happy with this. Haha, you fail. You fail gewaltig. Richtig, und ich auch. Yeah, mein State erst wieder am Anfang des Parts. Okay, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part vor der Liga. Ich trainiere. Trainiere noch. Und dann sehen wir uns vor der Liga, dann mache ich noch die Rematches und Lauro zum ersten Mal. Und dann war's das. Ich glaube, der dritte Weiße ist sogar im Schrein der Ernte, glaube ich. Soweit ich weiß. Hm.
Habe ich Bock auf ein Celebi? Oder hier? Blitzkanone auch aus Veritabrin, Meteorologe. Wasserring, Torbeton, Luftschild, Eiseskalt. Hm. Oh, überhaupt kein Funke. Nimm es probehalber mal mit in den Hain der Täuschung. Okay, wir nehmen das Celebi als nächstes mit nach Stratos City. Das werden wir dann auch jetzt gleich machen. Probe halber mal mit nach Stratos City. Okay, machen wir. Lass mich, lass mich. Nee, da muss ich noch gucken, welches Viech ich mir jetzt doch noch mit rein ins Team hole, weil auf Echnatol habe ich echt keinen Bock. Ist mir zu blöd. So, Stratos City ist hier unten. Du, was kann ich jetzt machen? Stratos City bin ich und jetzt? Stratos City bin ich. Und jetzt Pokémon. Bin ich. Schicksalhafte Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon. Nimm es probehalber mit nach Stratos City. Gut, was soll ich jetzt hier machen? Rumlaufen? Ich gehe mal zum Hauptpier. Hoah. Hier passiert nichts. Warum ist gerade dunkel geworden? Hä? What the fuck? Ha. Irgendwie werde ich nicht schlau draus. Warum ist denn jetzt auf einmal so dunkel in der Stadt? Sonnenuntergang? Was? Verglichen mit einem Grotto, das hier sehr klein, aber für einen romantischen Ausflug aufs offene Meer spielt die Größe keine Rolle. Und wo soll ich jetzt mit dem Celebi hin? Oh, natürlich weiß ich nicht, dass das ein Celebi ist. Das ist ein mysteriöses Pokémon. Wer will jetzt mir sagen, nur weil ich das Celebi jetzt im Team habe, ist hier irgendwie dunkel oder was? So Abenddämmerung-like oder was? Hä? Juhu, spaßig. Eins, oh nein. Ich könnte mal versuchen, Zorak ein bisschen zu trainieren. Ich bin zwar immer so der Dingens-Typ, der Typ, der immer Männchen trainiert, aber da muss ich wohl jetzt mein Männer-Fable weglassen. Ablegen. Was? Ablegen. Ja, richtig, so. Jetzt gehen wir nochmal raus. Und jetzt? Nee, es ist gleich geblieben. Obwohl, es wirkt doch schon wieder anders. Jetzt ist es auf einmal wieder so komisch normal. Gut, wartet, wir haben das jetzt gemerkt. Jetzt nehmen wir das wieder ins Team. So, nehmen wir jetzt ins Team, wie gesagt. Oh, das Viech kann sogar Heilopfer, das finde ich aber nice. So, jetzt habe ich wieder drinne. Und jetzt? Nö, ist immer noch normal. Und das, warum soll ich jetzt in Stratos City mitnehmen? Was will das hier? Ja, ich warte. Was? Nochmal. Wegmar, Krillmark und Sonnenmark sind drei Pokémon, die sich entwickeln, wenn du einen besonderen Stein benutzt. Welches Pokémon soll sich entwickeln? Wegmar. Nein. Krillmark. Ja, oder per Level, das geht natürlich auch. Ja, jetzt bin ich in Stratos City. Oh, wisst ihr was? Ich gucke einfach gleich mal auf PokéWiki nach, was ich hier machen soll. Mit unserem kleinen Celebi. Hey, da war gerade Pikachu auf der Anzeigetafel. Ich hab's ganz genau gesehen. Ups.
Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Adio.